Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in 7 Days to Die in einer neuen Aufnahmesession. Ich lebe wieder, ich bin wieder zu Hause und die Bea ist da und der Tatz. Hallo. Hallöchen. Grüezi. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja. Der Tatz war ja so nett und hat meine Sachen aufgehoben und ich bin die ganze Nacht durchgelaufen. Wir haben es euch erspart, das aufzunehmen. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Ach, je. So. Das ist aber gefährlich hier. Leicht rot. Leicht rot, ja. Mhm. Aber echt. Meine Fresse, ey. Ja, das war ein bisschen was. Mhm. Boah, ey, wie lange repariert der denn an diesen blöden Dingern? Klopfst du dich ja tot? Das sind, glaube ich, auch 4 Stufen oder so, ne? Mein Gott, ey. Erstmal alles reparieren hier. Könnte ein wenig dauern. Mhm. Jetzt haben wir einen Clawhammer, können wir noch nicht, ne? Kann auch keiner. Nee. Ist ungünstig. Ja. Sehr ungünstig. Ja, wir haben eigentlich noch keine Bücherei gefunden, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Ja, wir müssen mal die Tage hier mal irgendwie nochmal. Mal nochmal irgendwie auf Tour gehen oder so. Unseren Bunker haben wir ja leer gemacht letztens, ne? Da ist ja nichts mehr. Ja. Das ist ja nur noch eine Notration sozusagen. Mhm. Müsste man mal schauen auf der Karte, in welche Richtung oder so. Und dann halt mal irgendwann nochmal auf Tour gehen, richtig? Ja, im Endeffekt. Also einerseits haben wir die Stadt, glaube ich, noch nicht einmal richtig erkundet. Ich keine Ahnung, vielleicht gibt es da sogar eine Bücherei. Zum Zweiten könnten wir ja nach der Nullstadt, theoretisch. Ja. Klingt Meinst auch. Wir sollten es wagen. Och, dafür der Schreit kommt die Bitch. Nee, die Hexe. Bitch. Wo fliegt die denn rum? Oh. Die war eine. Gut getroffen. Ausgeflogen. Mhm. Bin ja auch am Sneaken. Ich lade mal durch. Nur so sicherheitshalber sozusagen. Ja, beim letzten Mal bin ich gestorben. Ja. Da fällt mir ein, ich muss mir unbedingt einen Schlafsack bauen. Ganz schnell. Weil das war ja der Grund, warum ich die 2 Kilometer hier nachts zurückrennen musste. Übrigens wollen sie das ja jetzt auch ändern mit der Schreierin da, ne? Ja, das ist das wollen sie machen. Das ist quasi jetzt schon im experimentellen Patch drin. Also es gibt ja zurzeit einen Patch zum Runterladen, wo man es mal ausprobieren kann. Das ist der 14.6, der ist quasi nicht, ja, ich sag mal, offiziell für die Server. Also der wird nicht automatisch runtergeladen. Mhm. Und da wollen sie im Endeffekt machen, dass quasi pro Schrei von der alten da maximal 5 Zombies spawnen. Oder 5 Zombies spawnen und maximal 20, so rum, würde man sagen. Also da hat man ein bisschen bessere Zeit zu reagieren, sozusagen. Mhm. Ich fand die als Überraschungseffekt nicht schlecht. Ich finde die eigentlich ganz cool, die Hexe. So. Haben wir noch Spikes drin oder müssen wir welche machen? Ich habe Holz da. Müssen noch drin da. Könnten aber auch noch welche da sein. Oh ja, genügend. Ich gehe mal an dir vorbei. So, alles klar. Bevor wir uns hier versehentlich gegenseitig runterschubsen. Das ist nicht so gut, ne? Ja, dann wird es ganz schön auer machen. Ja, und dann müssen wir direkt wieder reparieren. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ja, hier ist doch alles klar soweit. Ach, hier könnte man noch eine Reihe 2 hinstellen. Machst du gerade? Okay, cool. Ja. Dann gehe ich mir mal. Geh mir mal einen Schlafsack bauen. Habe ich das auch erledigt. Brauch mal Stoff, glaube ich, hier drin. Ja, ich habe Stofffetzen gefunden. Direkt auf Anhieb. Wow. Ich erinnere mich noch. Wie, ihr braucht Plant Fibers? Hä? Na toll. Ja. Der wurde doch früher aus Stoff gemacht. Ja, ist nicht mehr. Aber Plant Fibers waren im Küchenschrank, wo sie hingehören. So. Immer noch warm.
Mal hier oben. Muss der so einen Hut machen? So einen Cowboy-Hut. Will jemand in naher Zukunft noch einen Brief schreiben? Bitte? Brief? Ja. Ne? Gut. So. Kein Schreibtisch mehr da. Ach, das. Ja, ja, ich weiß auch nicht, aber heute habe ich ein bisschen. Hey, skandalierst du ab oder was? Ja, ja. Ja, ich dachte, die Vorhänge hier, die sind so alt. Die kann man auch mal entfernen. Zu lüften da oben. Ja. Holz habe ich auch nicht mehr viel. Hat mal Zeit, dass unsere Bäume wachsen hier. Ich hab noch Holz, Tatz. Geh mal los. 3000, 4000 Holz hab ich noch. Ah, okay. Da hinten sind ja noch ein paar große. Sollen wir hier nochmal komplett Fenster reinmachen? Können wir auch Fenster reinmachen, ne? Window, Wood Window. Wenn da im Endeffekt jetzt hier unten das alles aus. Also wir jetzt so einen Kragen außenrum haben, sage ich mal, dann können wir auch Fenster reinmachen, ja. Hier hast du 1000 Holz. Dankeschön. Bitteschön. Ich mach mal den Fensterbauer. Hä? Kann mir einer sagen, warum ich nicht aufwerten kann? Nein. Also das ist ganz strange, wenn ich direkt drauf zeige, dann kann ich nicht aufwerten. Ich muss ein bisschen drüber zeigen. Hab ich auch noch nie gehabt. Okay, ja. Da ist wieder mal ein Feature. Muss man nicht verstehen. Oh, das hier ist aber gefährlich, ey. Wenn du hier läufst, guck mal, wenn du hier läufst, dann kriegst du hier manchmal so eine Ecke hier mit. Vermutlich hier vom Boden hier. Und dann machst du so einen Satz nach außen, so einen Schritt. Ich glaube, hier müssen wir noch eins dran bauen. Wenn du hier so gehst, dann kriegst du da so eine Ecke mit. Ich jedenfalls. Du nicht? Nochmal. Was? Ja, doch ein bisschen. Bisschen Schub sein nach außen, aber ja. Einfach ignorieren. Ach so. Okay. Einfach ignorieren, wenn man in die Spikes fällt. Mhm. Gut, alles klar. Mach mal. Und außerdem, ich weiß ja nicht, hier außen hast du ja auch nochmal die Schrägen dran gebastelt. Sollen wir dann davon her dann wahrscheinlich auch machen, oder? Können wir machen, ja. Gott, ich schwitze mich tot. Holen wir mal hier die Pufferfischjacke, die ziehen wir mal aus. Puffercoat. Also komischerweise, vorhin ist es auch gerade auf 100 Grad hoch und jetzt bin ich eigentlich schon wieder am Abkühlen. Keine Ahnung. Ich bin auf 106. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das hier? Das habe ich alles aufgewertet, ne? Ja, dann lassen wir das, machen wir das auch. So. Ja, Mädchen, jetzt stell dich mal nicht so an, ey. Mensch, Skinner. So, was ich nebenbei noch machen wollte, mal gucken, ob wir Shotgun-Muni herstellen können. Kann ich sowas? Da kommt doch schon wieder jemand gelatscht. Da kommt eine Horde. Oh cool. Hallo. Na toll. Hier kommt eine Horde, eine Wanderhorde. Ja, ja, das bist du, kommst nicht direkt, Bär. Ich hab da ein bisschen Tee und Holz an und so. Oh, da kommen noch mehr da hinten. Aus derselben Richtung, ne?
Ja. Ich glaube, ich schieße in letzter Zeit immer drüber. Ich ziehe immer auf den Hals. Mal einsammeln, bevor sie weg sind. Na toll, ich habe keine Pfeile mehr, so ein Kack. Naja, dann kann ich ja weiter aufwerten. Oh, ich hab ein Kauerglied. Ach, die Kriecher kommen noch danach. Die kriechen hinterher. Die sind nicht ganz so schnell. Ja, aber trifft die mal, ne? Ja, das mit dem Kopftreffen ist da nicht so einfach. Juhu. Ich hab 5 Skillpunkte bekommen. Katzi. Achso, genau. Aber Skillpunkte, ich wollte skillen. Und zwar wollte ich gucken, dass ich Shotgun Shells machen kann. Wie? Ganz missing 25 braucht man dazu. Ach scheiße, die da waren schon zu viel. Ach ne, doch nicht. Ach super, du musst quasi mit Pistole anfangen, bis du dann irgendwann hoch bist bei Shotgun. Ja, das ist ja scheiße. Das ist nicht gut. So. Klick, klack, klick, klack. Hab ich noch ein paar Woodframes in der Tasche. Fenster. Da, so. So, apropos, haben wir im Endeffekt genügend, um hier gescheite Gitter reinzumachen? Iron müssten wir ja, haben wir ja ohne Ende, also. So. Zack, 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 zack. So, und soll ich noch eine zweite Tür hinterher machen? Geht das überhaupt? Ach, die ist wieder einzeln zu bauen. So, die sind auch schon mal drin, die Fenster. Jetzt muss man da noch eins rein. Zack. Ah, herrlich. Ist das schick hier oben. Außer hier. Hier ist uncool. So. Kann man das Geländer nicht reparieren oder geht das nur bei mir wieder nicht? Das geht nicht. Geländer kann man, glaube ich, tatsächlich nicht reparieren. So. Ist ja auch logisch. Warum auch? Ne, Geländer reparieren, das kann ja auch nicht gehen. Tats. Wieso? Wie willst du das machen? Eine Zaunlatte rantackern, Mensch. Ja, genau. Oh, hier darf man aber auch nicht springen. Ja, wenn du hier springst, dann machst du einen Satz rückwärts. Ganz gefährlich hier. So.
Herrlich. So, Haus steht wieder, alles wunderbar. Tag. Hat jemand zufälligerweise auf die Uhr geguckt? Nimm's mal auf. Ein Klo haben wir. Wo ist denn das her? Ja, ich musste erst mal gucken, was ich wieder, was ich schon gelernt hatte. Ah, das ist... Kommst du bitte hierher? Das ist sehr gut. So, das ist sehr gut, dass wir jetzt einen Clawhammer haben. Weil es ist ungefähr so, als würde ich dir ein Herd schenken, nachdem du gekocht hast. Keine Angst, du wirst noch genügend Gelegenheiten haben, na, dann den ist ja zu gut. Benutzen. Ne? Na, dann ist ja gut. So, dafür packe ich auch ausnahmsweise mal Essen in den Kühlschrank. Ach, Essen, ja? Ja. Mhm. So, apropos Essen, hauen wir uns direkt mal was rein. Ich hab, hier sind ja noch Pilze, kann man auch mal essen, ein bisschen Fleisch kann man mal essen. So, wollen wir denn dann in der nächsten Folge los, irgendwas machen? Ja. Okay. Das macht Sinn. Dann würde ich sagen, wir sind dann auch an der Stelle mal raus, weil ich denke, wir sind ungefähr in der Zeit. Ich habe blöderweise keine 16 Uhr mit. Minuten. 16 Minuten? Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Dann mache ich schon mein Inventar noch gemütlich hier leer. Ich dachte, es wäre schon wieder soweit. Ich gehe mal meinen Schlafsack da oben irgendwo hinlegen. Endlich. Wieso? Immer wenn man einen Schlafsack setzt, ist... Dann gibt es einen Unschärfe-Effekt im Bild. Ja, ja. Oh, ey, da wirst du ja seekrank. Unglaublich. So, wo haben wir denn Holz gehabt? Oh, da waren Waffenteile, habe ich nichts. Also Holz habe ich, wenn du was brauchst. Nee, ich will es weglegen. Achso, das war, glaube ich, oben irgendeine Kiste. Ah ja. So. Und dann hier war doch irgendwo auch Cobblestones, habe ich eben gesehen. Dann packe ich da mal die Flagstones rein. So. Und. Achso, warte mal, das ganze Holz. Hier die. Die hole ich mal noch mit. Schmeißen wir noch ein paar Bolzen an. So. Die Fenster noch da rein. Die Gläser in die Kiste. Hier gemacht. Steinschaufeln gecraftet. Ja. Verstehe. Einfach mal so, ne? Das mal noch scrappen. Das noch da rein. Ach, guck mal, wir haben ja ein Tool and Die Set. Cool. Das ist ja nicht schlecht. Ja, noch ein bisschen Clay holen. Hier ist doch noch Clay. Gewesen. Gewesen, genau. Ah, okay. Ich hab noch 5 Schuss für die Shotgun. Hat jemand eine Shotgun? Ne. Wo ist denn überhaupt Munition? Ach, hier. Dann mach ich die mal hier dabei. War da nicht eine ganze? Na, hier ist eine drin, die ist auch kaputt. Eine ganze habe ich gehabt, ja. Also irgendwo müsste eine rumliegen. Ja, hier ist eine, die ist aber kaputt. Die müsste man erstmal reparieren. Jetzt muss ich doch mal gucken, kann ich nicht schon ein Hunting Knife? Nee, da braucht man das Buch noch für, ne? Schade. Haben wir noch Federn irgendwo?
Ich hab keine. In der Kiste. Was? Wenn in der Kiste. Ah ja, Tatsache. Sehr schön. Dann. Kann ich auch noch ein paar Bolzen machen. So. Oh Gott, wenn ich mir das hier einmal merken könnte, wo irgendwas liegt. Ich glaube, ich werde es nie lernen. So. Mal wieder ein Scrap Metal irgendwo herbekommen. Mal den noch dahin. Ach, das war doch hier von, das Zeug. Den Clawhammer lasse ich mal hier. Werkzeug war da, ne? So, dann mache ich den Clawhammer mal hier hin. Und dann wäre ich im Prinzip fertig zum Abmarsch, sozusagen. Bei der Gelegenheit könnte man mal gucken, wo wollen wir denn dann hin überhaupt? Nach Osten in die Stadt, ne? Sozusagen dahin, wo ich gerade herkomme. Wenn wir in die Nullstadt gehen, ja. Ja. Können wir machen. Oder aber hier in die Siedlung halt nochmal. Die haben wir ja auch noch nicht richtig durchgeguckt. Aber ich glaube nicht, dass in der Siedlung irgendwo noch eine Bücherei sein wird. Die vermute ich auch eher in der Nullstadt. Ich würde sagen, wir gehen in die Nullstadt. Wäre mein Vorschlag. Vorstand. Irgendeine Waffe wäre halt nicht schlecht, ne? Also damit nur mit der Armbrust zu hantieren. Achso, dann wenigstens eine Pistole liegt hier rum. Ja, aber wir haben kaum Munition. Also ich habe zwar 50, 60 Schuss insgesamt, aber das ist ja nicht viel mit einer 9mm. Naja, eine SMG mit 37 Schuss reicht für mich. Okay. Das ist ja nur als Notbehelf, ich meine. Ja, man kann ja die Shotgun mitnehmen. Dann hat man sie schon, gell? In der Nullstadt werden wahrscheinlich ein paar Polizisten sein. Da wird es mit Sicherheit ein bisschen Shotgun-Munition geben. Da fällt mir ein, ich muss noch skillen. Scavenging, Quality Joe. Was wollte ich denn als nächstes hochskillen? Pistolen. Wo ist denn dieser Shotgun-Skill? Ne, Shotgun-Skill nicht, sondern die Munition wollte ich machen. Und die ist auf der zweiten Seite in der Mitte. Kannst du aber erst machen nach Waffen-Skill 20 quasi. Oder so. Obwohl, theoretisch könnte ich das ja auch machen, ne? Ah, okay. Ganz also, Missing 25 braucht man. Okay, dann mach ich doch mal alles da rein. Oh, da fällt mir ein. 20 war das sogar. Wo ist denn eigentlich? Ich hab mein vermutlich hier, wie heißt das Ding? Spiked Club. Kann ich den herstellen? Kann ich den selber? Den glaube ich, musst du lernen. Kann den jemand? Ich hab keinen Knüppel zum draufhauen. Dann nehme ich so. Nehme ich hier grüne Dings. Nehme ich den. So, dann wäre ich jetzt auf jeden Fall startklar. Abends um 18.30 Uhr sozusagen. Ja, weiß nicht, ob sich das noch groß rentiert. Bis wir da sind, ist es Nacht. Wir können natürlich rübergehen und die Nacht irgendwo verbringen und müssen uns irgendwo hochbauen mit ein paar Woodframes. Das wäre eine Alternative. Achso, jetzt wollte ich Shotgun Shells herstellen, aber wir haben ja noch gar keinen Schießpulver. Nee. Tja. Hm? Ah, doch, da können wir doch herstellen. So, dann brauchen wir noch Papier. Irgendwo war das auch. Wow. Irgendwo hatten wir auch Papier, ja. Ein Puder hier.
Also Bea, ich weiß ja nicht. Aber hier mit der Küche, hier müssen wir unbedingt was machen. Ja, mit der Küche kannst du knicken. Da passt doch nichts rein. Nee, die sieht einfach scheiße aus. Ja, das auch. Die müssen wir machen. Die rote ist schöner als ich, weiß auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Was anderes kann ich nun mal leider nicht herstellen hier, ne? Ja, eben. Oder wir bauen den Baumarkt um und dann bauen wir die Küche so, dass du die Marmor-Dinger da als Arbeitsplatte hast. Wäre das nix? Da ist eine Shotgun, eine fertige. Ja, die ist nur kaputt. Und die ist dreiviertel voll. Bei mir hat die keinen Balken gehabt unten drunter. Guck mal da, die hat sogar eine Taschenlampe. Jupp, die habe ich halt zusammengebaut. Ich habe die unten, die kaputte, wo du sagst, ich meine, da muss man halt mal was basteln. Das ist ja auch kein Thema. Mit Kabelbindern hast du die Taschenlampe da dran gemacht. Sieht gut aus. Hammer 8. Ja, wollen wir dann in der nächsten Folge los oder wollen wir irgendwie zwischen den Folgen dahin rennen? Oder wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir 8 Uhr, das ist jetzt blöd für jetzt rauszugehen. Und hier drin können wir jetzt auch nicht wirklich was machen. Ja, ich würde sagen, beenden wir jetzt die Folge und nächste Folge geht's dann los. Sozusagen. Genau. Dann machen wir das so und bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann sozusagen morgen früh, so um 4. Sehen wir uns wieder und dann ist hier Abmarsch. In diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst und tschüss. Ciao. Bis dann, bye bye.